Nach Angaben der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat der Kreml die Kontrolle über den russischen Informationsraum verloren. Dies könne Putin auch nicht ohne weiteres ändern, berichtet der US-amerikanische Think Tank Institute for the Study of War, ISW. Daneben erklärt die Kreml-Sprecherin während einer Podiumsdiskussion am 11. März 2023, dass es einen Machtkampf zwischen russischen Eliten gebe. Die 47-Jährige gab zu, dass Russland kein modernes Äquivalent zum Informationsbüro der Sowjetunion erschaffen hat. Als Grund dafür sieht Sacharowa den Machtkampf zwischen Eliten. An der Podiumsdiskussion nahmen laut ISW Vordenker, Unterstützer und Journalisten der sogenannten Novorossija-Bewegung teil. Novorossija bedeutet auf Deutsch Neurussland. Gemeint ist damit das neue Russland mit ukrainischen Gebieten, die der Kreml einnehmen will. Immer wieder gelangen Informationen aus Putins Umfeld an die Öffentlichkeit. Warum Sacharowa als erfahrene Sprecherin Probleme zugab, ist unklar.